Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Glückspilz Dimitri. Glückspilz nicht, weil ich wieder etwas gewonnen habe, sondern weil meine mega geile Community mir immer wieder neue Datenfallen schickt, über die ich vielleicht selber gar nicht gestolpert wäre, weil ich gar nicht die Zeit habe, das ganze Internet dadurch zu suchen, weil ich das ganze hier ja nur aus Spaß mache und nicht hauptberuflich. Von daher, vielen Dank, ich freue mich über jeden Hinweis zu irgendwelchen Datenfallengeschichten, denn damit können wir als kleine, aber starke und stark wachsende Community sicherstellen, dass viele Menschen weniger auf diesen Scheiß direkt drauf reinfallen. Und für euch ist immer ein bisschen Unterhaltung dabei, weil ich beim Aufnehmen so richtig schön abragen kann über die gnadenlose Dummheit, die uns hier fässerweise entgegenrollt. Gut, was haben wir hier wieder? Um was geht es? Wir haben mal wieder was gewonnen. Gratulation Apple-Nutzer wird unter Congratulations irgendwas Bit angezeigt. Super. Ihr iPhone, warte mal, ich sitze am Computer, ist egal, wurde ausgewählt, da wir mehr Tester für das neue iPhone 9 hier schon falsch geschrieben bei zweiter Satz benötigen. Drücken Sie OK zu teilnehmen und ein kostenloses iPhone zu erhalten. Hier ist schon Gewinnversprechen und dann werden wir mal gucken, wie wir das bekommen können. Oh, Schirmseite. Gut, was man direkt sieht, noch 21 gesuchte Tester. Merken wir uns das Zahl? Wollen wir mal gucken, jetzt sind schon 20, ob wir das ins Minus kriegen. Weil diese Geschichte soll Druck aufbauen, damit man sich möglichst schnell anmeldet. Hier unten kommen schon vermeintliche Fake-Kommentare, die spammen sich nacheinander. Das gucken wir uns später an. Das soll auch Druck aufbauen. Da sieht man, da ist Bewegung in der Seite. Da sind Leute dran. Wie auch immer, wir schauen. Hier oben natürlich die vermeintliche Apple-Seite. Du kannst nur iPhone angewählt lassen, wie ist das normal. Kannst nicht Watch, iPad oder Mac angucken. Kannst nicht Suchfunktion benutzen, das aussieht, als wäre das mit Paint gemalt worden. Aber Gratulation! Sie wurden zufällig ausgewählt, das brandneue iPhone 9 schon wieder falsch geschrieben zu testen. Schön. Gut. Erscheint in 2018. Ja, da müsst ihr euch aber beeilen, ist April, ihr verliere, zu testen. Inzwischen noch 12 Tester werden gesucht. Schöne Bild hier, sehr vielsagende Produktbild. Wenn man mir so zeigt, Handy von Seite von hinten, werde ich kaufen. Dies ist kein Scherz. Nein, ist es wirklich nicht. Das ist knallernster Betrug, was ihr hier macht. Sie sind dazu eingeladen, unser brandneues iPhone 9 vor der Veröffentlichung zu testen. Unser iPhone, heißt die, bezeichnet sich als Apple, auch wenn es bisher nirgends so richtig stand. Wir sind auf der Suche nach in Klammern 30 zusätzlichen Mobile Safari Nutzern, weiß ich nicht, was ist das, bin ich nicht, um das iPhone 9 zum besten aller Zeiten zu machen. Was wollt ihr jetzt Mitte des Jahres da noch besser dran machen, wenn ihr das Ding schon zum Testen verschickt? Super. Sollten Sie ein Teil dieser privaten Testgruppe werden wollen, dann beantworten Sie 4 Fragen. Als kleines Dankeschön können Sie ein iPhone X, nicht 10 und da steht 9. Ich bin nicht so der iPhone-Mensch, vielleicht kann mich jemand aufklären, aber ich glaube nicht, dass X und 9 das gleiche ist, oder? Komplett kostenlos erhalten. Hier steht aber schon können. Auf der Seite vorher steht, wir werden. So arbeiten die. Am Anfang ist es noch ein knallhartes Gewinnversprechen. Dann flaut das Ganze immer mehr ab und am Ende ist es einfach nur das, was ihr in diesem Format auf meinem Kanal nun mal erwartet. Miese, dreckige Datenfallen von irgendwelchen Leuten, die es nicht schaffen, auf dieser kleinen Seite ein paar logisch aufeinander schließende Geschichten zu schreiben. Jeder Scheiß, den die da schreiben, widerspricht den Satz vorher. Noch gesuchte Tester? Wenige. Mal gucken, wir sind noch ein bisschen hier, vielleicht kriegen wir tatsächlich noch ins Minus. Die Lagerbestände sind jedoch gering, handeln Sie schnell, halten Sie jetzt. Ist okay. Gut, Frage. Besitzen Sie gerade ein Apple-Produkt? Nein, blöd, ich besitze gerade meinen verdammten Stuhl mit meinem Arschloch, blöd, nein. Welche dieser Funktionen würden Sie gerne als Teil des iPhone 9 sehen? Leute, schreibt das doch mal richtig, was ist euer Problem? Blöd, steht... Nein, da steht wirklich schnurlos Ladung. Das ist das Ding von den gleichen Leuten, die geschrieben haben, klicke auf die 3 gelben Kasten unten, wo da 9 rote Kasten waren. Es scheint fast so. Oder HD-Bildschirm. Vielleicht kann die schnurlose Ladung ja helfen, dein gottverdammtes Schädel zu laden. Widerlicher Betrüger, der diese scheiß Seite hier erstellt hat. Alter, könnte ich mich aufregen, dass die sich so dumm anstellen. Blöd, könnte ich mal richtig betrügen.
geht in den Dachboden und nehmt euch ein Strickblatt. Welche der folgenden Methoden zum Versenden von Nachrichten bevorzugen Sie? SMS oder Videonachrichten, Blatt. Habt ihr schon mal was von WhatsApp, von Instagram, von Threema, von wie auch immer gehört? Da bleibe ich lieber bei SMS, anstatt mir alle möglichen Gesichter angucken zu müssen. Oder irgendwelche Penissen. Haben Sie eine gültige Lieferadresse, sodass Ihr Apple-Produkt erhalten können? Nein, habe ich nicht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist mir echt zu dumm mit euch. Die prüfen meine Antworten. Keine Doppelanmeldung. Drei Plätze? Ich habe mich für iPhone plus T-Shirt registriert. Ist das euer Scheiß Ernst? Ihr gebt euch als Apple aus, schreibt hier irgendwas von einer privaten Testgruppe und ich qualifiziere mich für das Teilnahme, wenn ich sage, dass ich keine Lieferadresse habe? Was wollt ihr denn machen? Wollt ihr mir das Ding mit einem scheiß Brieftaube zu meiner Parkbank bringen, wo ich wohne? Suka! Ihr mögliches Geschenk erhalten. Ach, jetzt ist mögliche Geschenk. Vorhin war versprochene Produkttest. Suka! Ist das traurig, blöd. Jede Seite ist eine Schande für euch. Nehmt diese Seite von Internet, bevor die euch nicht wegen Betrug verhaften, sondern weil ihr dümmer seid als Polizei erlaubt, blöd. Alter, könnte ich mich aufregen. Jetzt sage ich gerade, ich habe keine Lieferadresse und da steht, geben Sie korrekte Lieferadresse ein, um iPhone zu erhalten. Lagerbestände sind immer noch begrenzt, ich soll schnell handeln. Ja, ich werde ganz schnell dieses Video hochladen, Zucker, bevor ich Wut meinen Computer zerstöre, blöd. Alter, Punkt 2, oben billig gemachte Fake, unten kennen wir jetzt schon aus das eine oder anderen gefakte Facebook-Kommentaren. Sieht aus, als wäre das hier ein eingebettetes Facebook-Beitrag, hier unten mit Kommentaren. Am Anfang haben sich diese drei hier immer abwechselnd geladen, damit es so aussieht, dass viele Menschen da interagieren, damit nach Möglichkeit die Leute gedrängt werden, ganz schnell da mitzumachen. Vermeintlich gefällt es 12.000 Leuten und angeblich gibt es 80.000 Kommentaren. Ist sicher. Und alleine wenn du die erste Kommentar durchliest, weißt du eigentlich schon, das kann nicht sein. Zuerst dachte ich, dass dies ein Scherz wäre, als ob jemand schon so schreibt, aber mein iPhone kam tatsächlich heute mit DHL an. Hashtag legit. Und von nun an hätten die nichts mehr, meine Freunde hier einzuladen. Wenn du dir mal überlegst, die suchen 30 Tester. In den 5 Minuten, wo wir auf der Seite sind, sind alle Testplätze weg. Aber die Frau hat es geschafft, wahrscheinlich vor, was weiß ich, 2 Wochen sich anzumelden, Post zu kriegen, das Kommentar zu schreiben. Wie viele hatten die am Anfang? 6 Millionen? Das kann doch nicht sein. Das ist geil, ich gewinne sonst nie was. Danke Apple, ich habe die silberne Version erhalten. Habe gerade einen Anruf vom Kurier erhalten. Ja, so schreibt man das aber nicht. Dass ich meinen Preis abholen kann. Warte mal, ist Kurier nicht dafür da, das zu dir zu bringen? Er sagte, hallo, ich bin Kurier, ich sitze bei McDonald's. Komm dein Paket abholen, bring mir Taschengeld mit. Blöd. Vor 2 Tagen habe ich 10 Freunde eingeladen. Heute habe ich es erhalten. Und dann kommen hier irgendwelche Bilder, die du, wenn du jetzt dir die Mühe machen würdest, das hier rauszukopieren, das bei Google Reverse Image Search reinzupacken, garantiert nicht von einem Thomas Braun und von einem Ina Krüger kommen, sondern das ist einfach irgendeine Scheiße, die sie irgendwo geklaut haben. Kostenloses iPhone, heilige Scheiße, das habe ich eben auch gedacht, dass ich diese billig gemachte Seite gesehen habe. Wurde wegen einer Doppelanmeldung angerufen, habe auch einen weiteren T-Shirt gefragt und eines erhalten. Die freut sich eher über die T-Shirts. Guck mal, wie viel Mühe die sich hier geben. Diese scheiß Kommentare zu faken. Du kannst natürlich hier nicht weitere Kommentare anzeigen oder hier die 12.000 nennen, das gefällt. Das ist einfach nur ein von Facebook kopiertes Seiten, um die Menschen eben dazu zu bringen, das hier für legitim zu halten und um zeitlichen Druck aufzubauen, da nur ein vermeintlich kleiner Produktpreis eben zu bekommen ist. Aber wir wollen natürlich erhalten. Und wir haben Glück, dass diese Scheißseite in Zwischenzeit, wo ich dieses Video mache, schon vom Netz genommen worden ist. Finde ich schön. Und jetzt landen wir direkt wieder auf der Anfangsseite. Und da könnt ihr mal sehen, was das hilft, diese ganzen Seiten zu melden. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Hosten, wie das in den Kommentaren geschrieben, jetzt schon einige der Zuhörer gemacht haben, die ein bisschen Ahnung haben und dann wissen, wie man über eine Adresse an einen Hoster kommt. Falls da einer von euch zuhört, meldet euch doch mal bei mir. Da würde ich gerne ein Tutorial-Video drüber machen, damit möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit diese Seiten melden und damit vom Netz kriegen können.
Mehr von dieser Masche kann ich euch heute leider nicht zeigen. Das Wichtigste ist ja aber immer, was kommt vor der eigentlichen Umfrage bzw. dem Gewinnspiel, bei dem dann getestet wird, ob hast du Strom gewechselt, hast du pflegebedürftigen Angehörigen, magst du PTV und sonstige Sachen, um dann eben zu gucken, an wen können wir Daten am besten verkaufen. Und das kann ich euch heute jetzt leider nicht zeigen, aber das ist ja der Teil, der fast bei jeder Folge von Datenfallen erkennen drin ist, weil es darauf im Endeffekt ankommt. Euch durch so eine Scheiße auf irgendwelche Seiten zu locken, am besten natürlich alte, junge, unerfahrene oder Menschen in finanzielles Nöten, die auf solche Geschichten am ersten hereinfallen. Und ihr seht ja, diese Seiten sind so schlecht gemacht. Ich kann sagen, dass ich kein gültiges Lieferadresse habe. Ich soll angeblich ein iPhone testen und kann das ohne Lieferadresse machen. Wie auch immer, das Wichtige habt ihr gesehen, den Rest könnt ihr in jeder anderen Folge von Datenfallen erkennen nachschauen. Ich freue mich, dass eine betrügerische Webseite weniger im Umlauf ist. Die Leute können sich hier zwar noch eintragen, werden aber auf keine Gewinnspielseite mehr weitergeleitet. Und das ist schon ein schöner, großer Erfolg. Ich freue mich da tierisch drüber. Das habe ich bisher noch nicht gehabt bei einer Aufnahme, dass die Seite komplett weg ist. Gute Arbeit, Ziegen am Meer, fürs Teilen, fürs Bescheid geben, fürs Verbreiten der Videos, wenn es soweit ist und einfach dafür, dass ihr da seid, dass ihr mir ermöglicht, euch diese Unterhaltung zu bieten, diese Aufklärung mitzuteilen und dass wir jeden Tag ein Stückle größer werden. Es macht tierischen Spaß mit euch. Wir sehen uns bei der bestimmt nächsten Folge. Falls wir hier noch testen, werde ich von iPhone live streamen. Aber ich glaube nicht, das werde ich bekommen. Vielen Dank, meine Freunde. Bis dahin.